So, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf unserem Sports Gaming Channel. Ich bin's, der Jens, und stelle euch jetzt die neuen Patch Notes von Patch 2.5.0 vor. Heute ist eFootball.de. Mein Kanalkollege der Haube wird dann mit euch heute in die Season 4 reingehen, wenn sie nachher online geht mit den Servern, euch da entsprechend das aktuelle Info- und News-Video mit neuen Inhalten vorstellen und was man alles dann dort finden wird, neuen Season Pass. Und so weiter und so fort. Würde mich freuen, wenn ihr da auch reinschaltet. Und heute Abend gibt es dann einen entsprechenden Livestream auch von meinem Kanalkollegen, denn ich bin nicht vor Ort. Ich bin dann ab nächster Woche wieder zu Hause verfügbar. So, wir gehen jetzt hier mal rein und schauen uns mal die wichtigsten Sachen ein auf der offiziellen Homepage. Ihr seht es hier von Konami selber und wir gehen die Sachen jetzt mal durch. Hier seht ihr das neue Feature-Fähigkeiten-Training mit dem Benutzer. Spielern bis zu 5 zusätzliche Spielerfähigkeiten geben können. Das kann also von einer Karte auch auf die andere übergeben werden. Wie das dann genau funktioniert, muss man sehen. Es sind Änderungen implementiert worden, mit denen eine Gesamtbewertung von Spielern von über 100 jetzt möglich ist. Ich finde es persönlich ein bisschen seltsam, weil 100 sollte normalerweise das entsprechend die höchste Bewertung einer Karte sein. Das ist meine persönliche Meinung. Ich finde das ein bisschen unsinnig, ehrlich gesagt. Aber gut, das ist wahrscheinlich auch mit diesem Aufbohren der 5 zusätzlichen Spielerfähigkeiten wohl rein rechnerisch dann nicht mehr anders möglich gewesen. So würde ich das jetzt mal interpretieren. Müssen wir uns dann mal anschauen, wie das Ganze live funktioniert. So, klar, das Kontingent an Karten kann jetzt schrittweise bis 900 vergrößert werden. Aktuell sind es ja, oh, lasst mich lügen, 500 und also wer mit 500 Plätzen nicht klarkommt, der tut mir leid, aber ich denke, das kann man dann gegen GP kaufen, denn sie müssen ja diesen Gaming Points auch jetzt mal wieder ein bisschen inhaltlichen Sinn geben. Werden wir sehen. Weiter geht's im Kontext. So, wählbare authentische Teams im Modus Probespiel und Freundschaftsspiel wurden aktualisiert. Dann seht ihr jetzt hier noch. Die Teamzusammensetzung in der amerikanischen Liga wurden mit den Daten der neuen Saison aktualisiert. Der Ländername für die Türkei wurde in manchen Sprachen geändert. Okay, lasse ich jetzt mal so dahingestellt. Ansonsten hier ein paar übliche Sachen, die aktualisiert worden sind. Mannschaftsdaten, Spielerfotos, Grafiken, Trainerfotos, Trikots, Stadiongrafiken, Schuhe, Bälle, Vereinsembleme, Nationalmannschaftsembleme, Werbetafeln, Kommentar und Fangesänge. So. Wir kommen jetzt hier mal zu einigen Fehlerbehebungen und Anpassungen beim Gameplay. Dann haben wir hier das Problem, dass der Schütze bei Freistößen keinen Flachpass nach hinten spielen kann, wurde behoben. Flanken auf den anderen Flügel werden jetzt in einer Höhe geschlagen, die den Empfänger die Ballannahme erleichtert. Okay. Zuvor wurden Flanken auf den anderen Flügel manchmal zu flach geschlagen. Okay. Nehmen wir mal so zur Kenntnis. Richtung und Tempo von tödlichen Pässen zu einem Mitspieler in Richtung eigene Hälfte wurden angepasst. Diese Art tödliche Pässe konnte zuvor zu weit nach vorne und mit viel zu wenig Tempo gespielt werden. Okay. Richtung und Tempo von tödlichen Pässen, die nach hinten zu einem diagonal in Richtung Tor startenden Mitspieler in dem Moment gespielt wurden, in dem der Schütze sich neben einem Gegenspieler befindet, wurden angepasst. Diese Art tödliche Pässe konnte zuvor mit viel zu wenig Tempo gespielt werden. Ja, das ist teilweise richtig. Das Problem mit langsamen Reaktionszeiten beim Spielen von Flachpässen in die der Laufrichtung des Spielers entgegengesetzte Richtung wurde vermindert. Bei der Annahme eines Passes, der einem laufenden Spieler leicht in den Rücken gespielt wurde, ist es nun einfacher, den Ball per Direktpass weiterzuleiten. Okay, so viel erstmal zur Seite 1 der Patch Notes. Dann gehen wir mal in die zweite Seite rein. Weitere Sachen hier zum Gameplay aufgeführt, weitere Punkte hier, also Ballannahme. Spieler schlagen den Ball nach einer Balleroberung beim Stellen nicht mehr weg, wie sie es zuvor manchmal taten, wenn sie beim Stellen im Sprint den Ball eroberten. Wobei mich das eigentlich nicht stört, lieber haue ich den Ball weg, als dass ich in eine andere Situation komme, die ich nicht kalkulieren kann. Okay. Das Problem, dass Spieler beim Versuch einer Ballannahme aus der Luft scheiterten und der Ball stattdessen gegen den Körper prallte, wurde vermindert. Die Auslösebedingungen für Passempfänger, die einen Roulette-Finte ausführen, wurden angepasst, damit die Finte nur in Situationen erfolgt, in denen sie effektiv und angemessen ist. Bei der Verteidigung, beim Stellen wurden Anpassungen vorgenommen, damit Spieler mit größerer Entfernung zum ballführenden Gegner mehr Bewegungsfreiheit haben, wodurch Balleroberungen erleichtert werden.
Das Problem, dass bei mehreren aufeinanderfolgenden klären Befehlen in der Defense die Kraftanzeige auch nach erfolgreichem Klären nicht mehr ausgeblendet wurde und somit kein Spielerwechsel mehr möglich war, wurde behoben. Okay, das werde ich mal beobachten. Klingt erstmal nach einem guten Fix in dem Bereich. So, dann haben wir weitere Probleme. Verteidiger 1 gegen 1 Situation unnatürlich aus dem Gleichgewicht gerät und unpassend zur Situation ausrutscht oder hinfiel, wurde behoben. Dann haben wir ein Problem, dass ein Spieler nach eigenem Ballverlust unrealistisch schnell wieder in den Defensiv-Zweikampf gehen konnte, wurde ebenfalls behoben. Spieler konnte keinen Versuch unternehmen, Flachpässe zu blockieren, die etwas vom Boden ab. Obwohl sie dazu in der Lage waren, wurde behoben. Okay. Also ihr seht es schon hier, ja, es geht jetzt hier auch viel in Richtung Verteidigung. Das muss man sich tatsächlich mal anschauen. Wir gehen mal jetzt hier auf den Punkt mit dem Torwart. Wenn der Torwart den Ball mit den Fingerspitzen ablenkt, wird der Ball nun mit höherer Wahrscheinlichkeit stärker abgelenkt. Zuvor waren Tempo und Richtung des abgewehrten Balls möglicherweise unpassend. Okay. Fouls sind auch bearbeitet worden. Das finde ich ganz interessant. Das ist etwas, was wir uns auf jeden Fall mal jetzt hier zusammen noch im Detail mal anschauen und durchlesen werden. Die Häufigkeit von Foulentscheidungen, wenn es bei gegrätschten Pässen, Schüssen oder Blocks zu Gegnerkontakt kommt, wurde reduziert. Finde ich schon mal gut. Zuvor wurden Aktionen dieser Art häufig als Foul gewertet. Das kennt wohl jeder. Immer wieder komische Pfiffe, die im Zusammenhang mit Kontakten waren, die aber keine Fouls waren. Finde ich erstmal, liest sich gut. Die Logik bezüglich Foulentscheidung wurde angepasst, da Attacken wie Grätschen als Foul gewertet wurden, obwohl der Ball gespielt wurde. Das ist genau das, was ja auch in den ersten Punkt hier mit reinzählt. Die Abseitsentscheidung bei hohen Bällen wie gelupften Pässen wurden angepasst, sodass nur auf Abseits entschieden wird, wenn der Ball in der Nähe des Angreifers ist. Zuvor wurde zu früh auf Abseits entschieden, obwohl der Ball zuerst bei einem Abwehrspieler landete. Okay. Probleme mit Foulentscheidungen wurden behoben, wenn ein Verteidiger mit einer Attacke zu spät ist und Gegenspieler bereits den Ball kontrolliert oder Verteidiger die Attacke von hinten in den Gegner ohne jede Chance auf den Ball durchführt, wird nun auf Foul entschieden. Ja, macht eigentlich Sinn. Fouls werden auch gepfiffen, wenn Angreifer beim Dribbling oder beim Führen des Balls nach Körperkontakten mit Verteidigern aus dem Gleichgewicht kommen, bei denen es sich nicht um Attacken handelt. Ja klar, sie sind ja denn, sag ich mal, Körperkontakte, die man ja durchaus hier und da als faul werten kann. So, weiter geht's im Programm. Ihr seht, das ist sehr ausführlich, aber das gehört natürlich auch zu meinem Support dazu. Wir gehen jetzt auf die Seite 3 von 4 und ein paar Punkte zur KI. Spieler, die im Abseits stehen, bewegen sich nun der Situation angemessen schnell aus dem Abseits. Das wäre ganz nett. Das Problem beim Doppelpass vorwärts, durch das der vorwärts sprintende Spieler unnatürlich abbremst, wenn der Spieler hinter die letzte Abwehrreihe der Gegner gespielt wird, obwohl der Spieler vor das gegnerische Tor sprinten sollte, wurde behoben. Okay. Dann gibt es weitere Anpassungen hier beim Passen plus Anbieten. Dann gibt es einige Anpassungen. Das könnt ihr euch gerne hier mal anschauen. Zum Beispiel das Problem, dass bei Pässen hinter die gegnerische Abwehrreihe der in der Tiefe startende Passempfänger unnötig abbremste, wurde behoben. Okay, also das hat ja dann auch immer ja, den Konter durchaus immer mal so ein bisschen ausgebremst, wenn der Passempfänger irgendwo gestartet ist und dann abgebremst ist und keiner wusste warum. Okay, liest sich erstmal gut. Ja, Leute, wir müssen natürlich dann sehen, wie das Ganze dann live funktionieren wird. Ich überfliege das jetzt mal hier. Ich will jetzt nicht jeden Punkt durchrasseln, aber Sie haben zumindest einiges hier in den Patch Notes drin stehen, die ich interessant finde, die Änderungen, die gameplay-technisch, wenn sie denn so funktionieren, wie sie beschrieben worden sind, durchaus auch Auswirkungen haben werden und die unser Spielerlebnis auf jeden Fall verbessern könnten. So würde ich das jetzt einfach mal sagen. So, wir gehen jetzt mal hier in die letzte der vier Patch Notes-Seiten. Und gucken uns hier noch ein paar Gameplay-Verbesserungen an. Anpassung bei Spielern mit der Spielerfähigkeit Kampfgeist, damit bei ihnen im Vergleich zu Spielern ohne diese Spielerfähigkeit die Schuss- und Passgenauigkeit weniger reduziert wird, wenn sie unter Druck geraten, zum Beispiel durch Gegenspieler in der Nähe. Okay, also hat man hier ein bisschen auch die Fähigkeit Kampfgeist nochmal ein bisschen in sich gestärkt, sozusagen. Das Problem, dass die Eingabe von Doppelpass vorwärts und Passen anbieten, Kreuzen, Befehlen bei Standardsituationen nicht die entsprechende Aktion auslöst, wurde behoben.
Die Bedingungen für den Cursorwechsel wurden angepasst. Dies mindert das Problem, dass der Cursor zu Spielern wechselt, die sich nicht in die Räume bewegen können, in denen hohe Bälle landen, zum Beispiel bei Befreiungsschlägen. Okay. Das Problem, dass bei flachen Bällen, die etwas über den Boden fliegen, ein unpassender Cursorwechsel erfolgt, wenn die Spieleranwahl auf manuell eingestellt ist, wurde behoben. Okay. Nehmen wir mal so hin. Allgemeine Verbesserung. Die Anzeige von Spielstatistiken und Auswechslungen im Spiel wurde so angepasst, dass sie das Spielgeschehen nicht mehr stören. Anpassung beim Ladebildschirm für die Spielersuche. Okay, weiß ich jetzt nicht so richtig, was ich darunter verstehen soll, was da jetzt genau angepasst wird. Bei allen Spielmodi und Partien wurden mehrere kleine Anpassungen vorgenommen. Die Anwendung stürzt aufgrund eines Fehlers ab. Ihr seht es jetzt hier. Ich denke, die wichtigsten Sachen habe ich erstmal aufgegriffen. Hier sind noch ein paar Sachen aufgeführt, wenn ich sie so überfliege. Bösartige Fouls werden möglicherweise nicht mit einer roten Karte geahndet. Ja, müssen wir einfach probieren, wie das funktioniert. So, wenn die Season 4 nachher online geht, also das Video dann von meinem Kanalkollegen, er wird heute Abend auch streamen. Ich wünsche euch viel Spaß, hoffe, dem einen oder anderen haben auch die Informationen rund um die Patch Notes gefallen. Ansonsten euch noch einen schönen Donnerstag und eine schöne Restwoche. Gerne heute natürlich mit eFootball als Kernthema auf unserem Kanal. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.